pakistanisch-britischen Gemeinden bis jetzt dazu geschwiegen. Mohammed Shafiq hält das für den falschen Weg. Als ich vor 3 Jahren das erste Mal deshalb zur Polizei gegangen bin, haben die mich beschimpft und mir vorgeworfen, ich wolle Hass und Desinformation sehen. Heute haben wir bereits 56 britisch-pakistanische Täter hinter Gittern und wir müssen das angehen. In seiner eigenen Gemeinde traf der Anwalt zunächst auf ähnlichen Widerstand. Mittlerweile aber hat er erreicht, dass offen über das Thema diskutiert wird. Nur so könne man verhindern, dass ihre Kultur mit diesen Verbrechen gleichgesetzt werde und damit beginnen, die Mädchen zu schützen. Kein Kind, kein Mädchen sollte mit 13 um Mitternacht betrunken auf der Straße sein. Das ist ein Riesenproblem. Ich will niemandem die Schuld zuschieben, aber diese Gesellschaft hier muss auch anfangen nachzudenken. Und diese Regierung, die absolut keine Strategie hat, wie sie damit